Jedenfalls ist es unsere Ansicht, dass die Zeichen der Zeit so zu deuten sind, nicht Selbstzerfleischung, sondern im Rahmen des demokratischen Ganzen miteinander wirken, wenn auch in sachlicher, innenpolitischer Gegnerschaft. Innenpolitische Gegnerschaft belebt die Demokratie. Aber ein Feindverhältnis, wie es von manchen gesucht und angestrebt wird, tötet schließlich die Demokratie. So harmlos das auch anfangen mag.